Hallo zusammen. Unsere erste Frage. Könnt ihr uns hören? Hallo, Pitt ist da, ja. Ist der Ton und ist das Bild gut? Ich habe jetzt ja noch nichts gesagt. Ich sage mal was, damit die das auch hören können, ob mein Ton auch gut ist. Aber ich gehe mal davon Hallo. aus, dass ihr alles hört. Alles gut. Die anderen schweigen noch. Hallo, guten Abend, Maria. Und Hannelore ist schon da, habe ich gesehen eben. Und Helmer oder Helmer? Okay. Dann begrüße ich euch jetzt ganz offiziell und ich begrüße ganz offiziell die Heidi, die Hauptperson des heutigen Abends, außer euch natürlich. Und ich freue mich, dass sie den Mut gefunden hat, sich diesem Ganzen mal zu stellen. Als ich Heidi vor einem halben Jahr habe ich sie gefragt, Heidi, magst du das denn auch mal machen oder im Vierteljahr? Ich weiß es nicht mehr. Nein, das kann ich nicht mit der Kamera. Ich habe zwar eine Kamera, habe das aber noch nie gemacht und so weiter. Und jetzt haben wir alles gemeistert. Wir haben das Gespräch hingekriegt. Wir kriegen auch das Webinar hin. Okay. Jetzt wollen wir noch ein paar Minuten warten, falls doch welche reinkommen, bevor wir das Video starten. Gehen wir am besten noch mal ein bisschen die Bilder durch. Wer kennt die Heidi nicht? Sind da welche bei? Herma, kennst du, Heidi, kennst du Herma Etzer? Sagt mir so nichts jetzt, aber das heißt noch nicht unbedingt was. Heißt nicht, du musst nicht alle Namen kennen, ne? Genau. Also, Heidi ist Kartenlegerin, ist spirituelle Beraterin, ist Mutter, ist Partnerin, ist Tochter. Was bist du noch? Mensch vor allen Dingen, ne? Ein Genau, Mensch, Frank. der die Menschen liebt und für die Menschen gerne da ist. Ja. Das ist mir vom Gespräch her in Erinnerung geblieben, dass es dir eben eine Freude ist, den Menschen zu dienen. Das dienen, das ist ein ganz großes Thema bei Dass mir, ja. das irgendwo so eine, als du von deiner Schüchternheit gesprochen hast, obwohl du ja in die Öffentlichkeit gehst, trotzdem in dir diese Schüchternheit ist, die ich auch teilweise sehr stark noch habe. Und da ist das Gefallen in dem Gespräch, dass eben dieses sich selbst zurücknehmen, um anderen zu dienen. Also der Mensch für die Menschen. Und das sind ja die Menschen, die ich gerne hier im Gespräch habe. Menschen, die also für andere immer da sind, die immer zuhören, sich immer offen zeigen für die Probleme anderer Menschen und eigentlich sich selbst immer so weit zurücknehmen. Und denen möchte ich halt diese Plattform geben, dass sie sich auch mal zeigen können. Denn wir haben ja auch Gesprächsbedarf und möchten auch mal was von uns erzählen und mal gehört und gesehen werden. Ja, so, ich Ja, denke mal, wir fangen jetzt an. Bitte? das ist noch so die Heidi? Frage, ob man gehört oder gesehen werden will. Also ich frage mich ja auch, warum ich das jetzt mache. Aber okay, wir machen das jetzt mal. Ja. Ja, aber warum? Vielleicht ist hier eine Antwort. Es ist ja nicht nur Warum? Werbung. Werbung kannst du ja auch anders machen. Heute ist ja der Mensch eigentlich im Vordergrund. Ja, warum ich das mache, ist, ich möchte die Menschen im Grunde daran erinnern, dass alles in ihnen steckt. Dass sie nur wieder sich erinnern müssen im Grunde. Dass jeder für sich das Repertoire zur Verfügung hat, um sich aus Problemen rauszuhelfen. Und sich das auch wieder zutrauen, sich wieder erinnern. Das ist so meins. Also ich bin jetzt nicht jemand, der für die Leute die Probleme löst. Ich kann im besten Falle was antickern, damit sie wieder in ihre Kraft kommen. Und da möchte ich eigentlich am liebsten jeden irgendwie dran erinnern. Okay. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Gespräch an. Das dauert circa eine Stunde. Und ihr könnt dabei rumlaufen, es stört alles nicht. Ihr könnt einfach nur zuhören und euch davor setzen, wie ihr das möchtet. Und nach dieser Stunde machen wir dann weiter. Dann sind vielleicht ein paar Fragen von euch an die Heidi. Dann haben wir ganz viele Fotos, wo sie noch was ergänzend zu erzählen kann. Und mal sehen, was übrig bleibt an Fragen. Vielleicht sind auch alle Fragen schon beantwortet, wenn wir die Stunde
zugehört haben. Ich freue mich drauf. Ich habe es erst einmal gehört während des Gesprächs selbst. Und ich freue mich drauf, nochmal zu hören, was alles so gekommen ist. Okay, ihr müsst jetzt gar nichts machen. Sollte das Video nicht richtig laufen oder ihr es nicht richtig hören, schreibt es in den Chat. Vielleicht kann ich dann nochmal neu anfangen. Die technischen Problemchen müssen wir dann immer ganz sofort lösen. Okay, dann geht's jetzt los. Oder habt ihr noch Fragen? Seid ihr bereit? Ein Ja, ein Ja. Kommt gar nichts. Ja, Okay, ah, noch eine. Dankeschön. Alles klar. Dann geht's jetzt gleich los. Ich hoffe, es funktioniert. So, hallo. Ich freue mich, meinen heutigen Hallo, Gast Katrin. begrüßen zu dürfen. Und das ist Heidi Kiel. Hallo Kathi, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Heidi, Oh, ich das freue mich, dass freut du mich. der Einladung gefolgt bist. Und ich weiß, habe ich eben gefragt. So, hallo. Ich freue mich, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Und das ist Heidi Kiel. Hallo Kathi, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Heidi, ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ich weiß, habe ich eben gefragt, wie soll ich dich vorstellen? Und mir fällt ja gar nichts zu ein. Ich möchte dich nicht katalogisieren. Ich frage einfach mal, Heidi, wer bist du? Und stell dich doch einfach mal selbst vor. Genau. Mein Name ist Heidi Kiel. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin im September geboren. Als Aszendent habe ich den Skorpion. Arbeite seit 10, 12 Jahren ungefähr als Kartenlegerin. So lange. Bin dahin geführt worden. Konnte schon als Kind wahrnehmen oder sehen oder wie man das nennen möchte. Also für mich gab es als Kind ich konnte nicht unterscheiden, was ist wirklich real und fest Materie und dies feinstoffliche. Also für mich war das gleich. Und bin dadurch, wie soll man sagen, eigentlich auf meinen Weg gekommen, was mir aber jetzt erst seit ungefähr 10 Jahren klar ist, weil ich das nicht unterscheiden konnte, weil das für mich alles gleichwertig war, das Feinstoffliche und das Stoffliche, musste ich das lernen. Also ich musste wirklich lernen, was neben andere Menschen war und was neben ich war. Und das war schon und ist noch ein gravierender Unterschied. Das merke ich immer wieder. Obwohl ich da heute gut mit umgehen kann. Aber, also dieses Lernen, was neben andere war und was neben ich war, ich glaube, das ist immer sehr individuell. Jeder hat eine einzigartige Wahrnehmung. Wichtig ist es nur für mich selber zu lernen, damit umzugehen, so wie das für jeden Einzelnen einfach eine ganz individuelle Geschichte ist, wie gehe ich damit um, wie ich etwas wahrnehme? Und wenn mir das nicht gefällt, was ich wahrnehme oder erlebe, wie kann ich es ändern? Und das ist im Grunde eine ganz bodenständige Geschichte, weil es geht ja darum, wie können wir hier gut miteinander leben? Zumindest sehe ich das so, dass es darum geht. Weil wenn ich gut mit mir selber klarkomme und mit meinem Umfeld, das hat so diesen viralen Welleneffekt. Und ich finde das schon ganz wichtig, dass. Also ist meine persönliche Meinung, dass wir gucken, ja, wie können wir in Harmonie miteinander leben? Es ist möglich, da bin ich sehr sicher. Wir müssen es so machen. Ja, in deinem Umfeld, aber klappt das schon gut, ne? Ja, absolut. Ja. Absolut, ganz klar. Ja, Ja. Gott sei Du Dank. meinst jetzt allgemein die Menschheit, dass wir wirklich in Harmonie leben. Wir müssen, ja, das ist aber Wir wir dürfen, das ist eine dürfen, ja. Entscheidung auch, die man treffen kann. Für manche ist es eine Entscheidung, die ansteht, für manche nicht. Das ist ja eben auch sehr individuell. Wie ist der Entwicklungsstand von jedem Einzelnen?
was hat der oder diejenige zu lernen? Das ist so unterschiedlich. Und das ist auch meine Problematik zu beschreiben, wer bin ich und was mache ich? Das ist immer Weil, so. genau, weil das hat immer sehr damit zu tun, mit wem ich auch zusammen bin, weil ich kann mich da so einfühlen oder ich kann mich da so einlassen. Und von daher ist das auch sehr, darum beschreiben mich die Leute auch so sehr unterschiedlich. Also, ja, weil ich da sehr mit auf Resonanz gehen kann. Und ich kann die auch eins zu eins spielen. Also ich habe ein ganz schönes Repertoire. Ich weiß, wie stark ich bin. Und genau darum brauche ich das auch nicht so raushängen lassen. Wahrscheinlich. Aber ich kann. Ja. Also es gibt Leute, die sagen, also okay, wenn du mit Heidi in Kontakt kommst und da kann das schon passieren. Also Roland nennt das, mein Lebensgefährte nennt das so gerne so, er ist damals, ich bin in Heidis Kopfwaschmaschine geraten. In was? Das habe ich jetzt erkürzt. Heidis Kopfwaschmaschine. In die Kopfwaschmaschine. Ein Genau. schweres Wort. Kopfwaschmaschine, ja. Ich denke mal, er meint es so, weil ich ihm einfach Perspektiven aufgezeigt habe oder im Grunde habe ich ihm was erzählt, wie ich ihn wahrgenommen habe, wie ich ihn gesehen habe, was ihn wirklich irgendwo weitergebracht hat. Also wo er gesagt hat, das hat ihm manches klar gemacht, warum er sich so und so immer wieder verhalten hat. Er konnte sich gar nicht anders verhalten vorher. Wenn du Menschen begegnest, was nimmst du außer dem ganz, das was, also jemand, der nicht hellsehend ist, manche sehen inzwischen schon die erste Auraschicht, aber was siehst du insgesamt? Du siehst den Menschen und was siehst du drumherum? Weil du vom Feinstofflichen gesprochen hast. Genau, das ist auch so unterschiedlich. Manchmal Worte, manchmal wie Lebensfilme, wie kurze Sequenzen. Verbindungen kann ich sehen, also Überschriften wie so ein Hauptthema. Also so als Beispiel, ich hatte am Samstagabend kommt hier plötzlich im Dunkeln zwei Menschen an, ein Mann und eine Frau, und mussten dringend mit mir reden. Die wussten aber überhaupt nicht, wen sie gesucht haben. Das war so interessant. Sie wussten, es gibt, ich wohne in Koldenbüttel in Nordfriesland, die wussten, es gibt in Koldenbüttel irgendjemand, irgendwie eine Frau, aber die wussten nichts weiter von mir. Und die standen hier plötzlich und ich sag, ja, dann kommt mal rein, ihr wollt bestimmt Magnetschmuck kaufen, weil ich mache auch Magnetschmuckvertrieb, das macht mir auch total Spaß, das ist richtig eine schöne Geschichte auch. Und da waren sie etwas irritiert. Ich sage, okay, nee, wir biegen mal gleich ab ins Beratungszimmer. Da war es mir dann auch klar. Und ich sage, und schön, dass ihr mal zu mir kommt, weil wir kennen uns. Und er war völlig konsterniert und sie sagt, ja, weil ich arbeite nebenbei auch noch ganz normal an einem Kiosk und daher kannte ich die vom Sehen. Und bevor die überhaupt gesessen haben, habe ich gesagt, ja, ihr seid mir nämlich schon aufgefallen. Ich sage das nur, weil das ein schönes Beispiel ist. Weil ihr habt ein Thema. Und die waren wie ein Thema. Ja, ihr habt das Thema gemeinsam zu zeigen, wie es im Leben viel einfacher und harmonischer funktioniert, wenn man zusammenhält, wenn man miteinander ist. Ja. Ja, da war dann erstmal Schweigen im Walde, weil das war genau deren Thema. Und das war mir eben so aufgefallen, wo ich sie gesehen hatte. Wie so eine Überschrift, das Thema Zusammenhalt und Miteinander. Okay. Ich mache mir normalerweise im Alltag nicht zu viel Gedanken darum, wenn ich Menschen begegne. Also das musste ich aber auch lernen. Ich hatte ja vorher auch ganz normale Berufe. Also ich bin gelernte Hotelfachfrau, habe Okay. das 16, 17 Jahre gemacht. Ich glaube, dadurch hat sich das auch noch ausgeprägt, dass ich sehr genau sehe, die Menschen sehe. Das war natürlich in der Gastronomie eine tolle Geschichte, wenn man vorher schon weiß, was die ungefähr trinken, was die ungefähr essen. Das macht das ja alles deutlich leichter. Also da war ich schon immer, ja, ganz, wie soll man sagen? Es haben viele Gäste damals zu mir gesagt, Sie sind ein Engel. Ich sage, ja, sag, mir fehlen nur noch die blonden Haare und die Flügel auf dem Rücken, weil ich habe von Natur aus so dunkle Haare wie du eigentlich. Okay. Geworden. So.
Worauf wollte ich darauf hinaus? Jetzt habe ich den Faden. Dass du vieles gemacht hast, im Hotel eben auch, und da die Menschen kennengelernt hast. Und dass du die Menschen eigentlich still wahrnimmst, aber nicht so darauf achtest. Und dass es eben auch unterschiedlich ist. Dass du im Alltag nicht so darauf achtest, was du siehst. Ich achte schon drauf. Also ich kann gar nicht drauf achten. Ja, okay. Aber so. Als besonders siehst. Genau, ich gebe dem nicht, diesen Empfindungen nicht so den Raum dann, weil es dann nicht dran ist. Wenn natürlich hier Menschen herkommen, es läuft bei mir über das Kartenlegen, das ist halt mein Hilfsmittel, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, weil die brauchen die Worte, die brauchen eine Art von Methodik. Ich habe auch kein Schema, weil das ergibt sich dann so, genau wie unser Gespräch jetzt. Du machst intuitives Kartenlegen, also nicht nach irgendwo gelernt, sondern du siehst die Karten und du bekommst die Signale, was das... Erinnert. Es erinnert. Es ist eine Erinnerung. Okay. Es ist eine Erinnerung, wie im Grunde Lernen ja auch grundsätzlich eine Erinnerung ist irgendwo. Bei mir war es ja aber so, ich bin an die Karten geführt worden durch eine eigene Krise. Das ist eine längere Geschichte, da brauchen wir jetzt auch nicht drauf eingehen, aber durch eine eigene Krise bin ich an die Karten geführt worden, stand plötzlich in so einem merkwürdigen Laden, wo ich sofort wieder raus wollte, weil das roch da komisch. Das war so ein Esoterik-Laden, also das war dann doch so. Aber da habe ich dann, um aus dem Laden rauszukommen, habe ich dann irgendwas gekauft, nur um da wieder rauszukommen. Mir ging es da den Tag nicht so ganz gut. Ich stand so neben mir, sage ich mal. Dabei glaube ich, es war genau andersrum. Ich war viel mehr bei mir als bei mir vorher. Und da so sind die Karten zu mir gekommen. Und als ich die dann ausgepackt habe zu Hause, ein paar Tage später, war das... Also sage ich immer gerne, wenn ich nicht gesessen hätte, wäre ich da wahrscheinlich umgefallen. Wenn ich bis dahin vielleicht noch gedacht habe, ich bin doch irgendwie normal. Nee, spätestens da hätte ich gedacht, ich bin völlig verrückt. Ich kannte das. Ich wusste sofort, wie das geht. Ich wusste, was das bedeutet. Es war, als wenn in mir was aufgeht. Und ab dem Tag, ich hatte mein Leben lang, seitdem ich 7 Jahre alt war, Migräne, weil ich ja immer meinen Verstand überbetont habe, weil ich ja beobachtet habe, wie ist man normal und wie muss man sein, damit ich verstehe, was ist wirklich und was ist meine Wahrnehmung, die ja so anders war. Wie kann ich das so in geordnete Bahn lenken? Und da habe ich natürlich meinen Verstand sehr viel benutzt, um zu gucken, wie das bei den meisten Leuten ist, um das zu lernen als Kind. Und dadurch halt Migräne bekommen, weil klar, weil mein Verstand ja völlig überfordert war mit diesem Funktionieren müssen oder meinen zu müssen. Wann ist dir bewusst geworden, dass du anders wahrnimmst als die anderen Kinder? Eigentlich schon, bevor ich zur Schule gekommen bin. Da kann ich mich an eine Situation erinnern, da war ich 5 oder 6 Jahre alt, da haben wir gespielt mit mehreren Kindern und also wirklich echte, reale Kinder auf dem Heuboden. Und für mich war das immer ganz normal, dass da auch andere Wesen sind. Die waren für mich genauso real, also wirklich wie die Kinder. Ja, wie sehen die aus? Wie sehen die aus? Ich weiß es nicht. Also ich habe das jetzt öfter schon erlebt, dass... Gnome, Zwerge oder Feen oder Elfen oder so wahrgenommen werden. Aber je nachdem, in wessen Bereichen man kommt, die sehen natürlich unterschiedlich aus. Also haben ein richtiges Bild. Also es ist nicht nur eine Wahrnehmung, dass ich ein gefühltes Wissen habe, da ist etwas, sondern du kannst die Einzelnen auch unterscheiden, haben Farben, ist ein Bild. Also die jetzt, die waren relativ grau und das waren mehr so ein bisschen, würde ich sagen, Richtung Schattenwesen, so möchte ich die mal sagen. Das war ja auf dem dunklen Heuboden. Ja. Das war aber okay. Es war nur so, dass wir als Kinder, wir haben da so doll rumgetobt, die waren auch sehr großmütig und ganz entspannt. Das war gar nicht das Problem. Aber wir haben zu doll gemacht als Kinder und da haben sie dann gewarnt und haben gesagt, so, also jetzt ist mal gut, also jetzt ist es zu doll, das ist zu wild. Und dann also, habe ich dann... Du konntest mit denen kommunizieren. Entschuldigung, ich habe immer nebenbei, genau,
Ja, genau, das ist das. Ich kann das, das sind verschiedene Ebenen. Okay. Also so kann ich es nur beschreiben. Es ist überhaupt ganz schwierig, das zu beschreiben. Und die Kommunikation geht gedanklich. Ja. Ja. Während du mit den Kindern spielst, Ja. also auf zweiter Ebene, Ja, andere Ebene auf jeden andere Fall. Ebene, ja. Genau, Das und kann dann ich. habe ich eben gesagt, jetzt reicht mal mit Toben hier, jetzt lass uns mal, weil die finden das jetzt nicht mehr so witzig. So, und dann wäre die, ja, also die hier wohnen. So, naja, gut, und dann fanden die Kinder das natürlich lächerlich, was ich da gesagt habe, haben lustig gemacht, haben noch doller gemacht, und dann ist die Oh. eine da mitsamt der ganzen Heu- und Strohballen runtergekippt. Also auf einmal kippte das Ganze. Ihr ist nichts passiert. Aber es war schon so, okay, jetzt lass uns mal gehen. Also für die anderen auch. Ne? Ja. Da haben wir nie wieder drüber gesprochen. Ich habe damals mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Mir ist das erst so, als ich auf meinen Weg kam vor 10 Jahren ungefähr, da ist mir das erst wieder Wieder eingefallen. eingefallen. Ich stelle den Genau. Kaffee mal weg. Ja. Also es gibt auch andere Wesen. Ich habe dann vor 8 Jahren oder so in Berlin mal eine Schulung mitgemacht. Da ging das auch um Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit. Bin da auch zufällig hingekommen. Also eigentlich eine Geschichte auch. Ich hatte mir ganz was anderes vorgestellt darunter. Ich wollte eigentlich ganz was anderes, dachte ich. Aber meine Seele oder was auch immer hat wohl gemeint, so, es ist wirklich an der Zeit, diese Offenheit wieder hinzubekommen. Aber ich hatte ja Angst davor, vor diesem ganzen Sehen und Fühlen. Doch, doch, hat es Angst. Ich hatte ja immer noch Angst, ja. Ich war zwar schon auf meinem Weg, aber so wirklich, wirklich dieses Sehen wieder zuzulassen, Okay. das traute ich mich nicht. Und in Berlin in dieser Schulung, da ist eben auch was Interessantes passiert. Und da habe ich dann eben auch diese Feen und Elfen wiedersehen können. Und die haben sich auch gefreut, und haben mir mitgeteilt, ich bräuchte keine Angst mehr, um mein Herz zu haben. Und das war auch so. Ich lief auf diese Lichtung zu und ich hatte so Herzklopfen, so Herzschmerzen. Ja, und dann so habe ich es wahrgenommen. Man kann natürlich auch sagen, Ja. das ist alles Einbildung. Nee, nee, Natürlich ist es nee. auch. Irgendwo kann man das so auch erklären. Nur woher kommt es in dem Moment? Also ich höre es immer häufiger und ich finde das total spannend, zum Beispiel, wenn ich ein Foto gepostet habe bei Facebook aus meinem Garten. Und dann sind es auf einmal welche, die können mir genau sagen, wo andere Wesen sind. Mhm. Da auf dem Bild, die können die sogar auf dem Foto erkennen. Ich erkenne das nicht. Also Mhm. das. Aber ich habe schon im Garten dieses Gefühl, das ist was da. Aber ich kann nicht dir nicht sagen, ich stelle ja auch überall für die Elfen so kleine Figürchen hin. Also das schon, so wie Kinder kommt es mir dann vor. Ne? Das, Genau. aber ich sehe es halt nicht. Ich sehe es halt nicht. Ja, es ist so, bei mir ist das auch, also das Sehen, es war die eine Geschichte. Also ich habe das immer gerne beschrieben und beschreiben. Das ist ein Wissen, ich weiß einfach. Und als Kind weiß ich auch, dass meine Mutter immer gesagt hat, Heidi, wenn du das doch alles weißt, warum machst du das nicht? Ja, weil von dem, was Erwachsene meinten, was ich zu tun habe und oder wie ich es zu tun habe, habe ich immer gesagt, ich weiß, ich weiß. Und hat meine Mutter irgendwie gesagt, wenn du das doch weißt, warum machst du es nicht? Ja, weil das so unsinnig war. Es gab so gewisse Sachen, die waren so unsinnig, ne, wie jeden Tag zu feudeln oder solche Geschichten. Das ist für mich unsinnig. Was ist Feuchtel? Feuchteln ist Boden aufwischen, nass Ach, aufwischen. okay, ja. Fällt mir jetzt so ein als Beispiel. Ja. So, und da habe ich das schon mal gesagt, ich weiß, so wie ich auch als Kind schon immer wusste und mir das auch jetzt völlig klar ist, das ist jetzt eine Erfahrung, die ich jetzt hier habe oder die wir miteinander machen, so wie so ein Übergang im Grunde nur. Also mich wird es immer geben, mich hat es auch schon immer gegeben. Also der So, bist du und dir jetzt immer bewusst, ne? immer, war ich schon, Ja. als Kind wusste ich das immer schon. Ja. Da war es noch wie selbstverständlich.
Dann war es mal ganz weg und heute ist es mir so bewusst geworden, dass ich das schon immer gesagt habe. Ja, weil ich es einfach weiß. Ich habe auch immer gesagt, wir können im Grunde können wir alle fliegen. Also ich bin als Kind auch geschwebt. Als Kind bin ich geschwebt und auch noch als Erwachsene ist mir das auch noch mal wieder passiert. Aber ich konnte wirklich ganz mich hinlegen und konnte aussteigen und konnte und wirklich ich war da als Zeit, genau, und konnte aber auch überall hin. Ja. Und da gibt es eben auch viele Geschichten drüber, weil ich dann ja, was weiß ich, wo ich überall hingegangen bin, aber da gibt es so Geschichten, dass ich dann zu meinem Vater gesagt habe, Papa, du musst mal da und da hin, der will mit dir reden. Ja, wie kommst du da denn drauf? Ja, ich sage, ich war da gestern. Wieso warst du denn da gestern? Ja, ganz normal halt für mich, aber da war ich wirklich noch klein, ne? Ja. Und das ist eben so eine Geschichte, die ich auch noch weiß, weil das 10 Minuten später dieser Mann bei uns vor der Tür stand und mein Vater etwas überfordert war mit der Situation. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Genau, genau. Und ich immer wieder mehr als na, sie ist nicht ganz, sie ist schon so ein bisschen anders, ne? Ja. Aber meine Eltern haben mich immer gelassen. Das ist gut. Die haben mich gelassen, aber auch gewarnt. Ne? Also meine Mutter hat mich ja gewarnt, hat gesagt, hör auf davon zu reden, was du fühlst und siehst. Ne? So, sie wollten mich so ein bisschen schützen. Ne? Hatte sie auch die Gabe? Ich denke, dass die jeder hat. Die Frage ist nur, wie bewusst und wie die ausgeprägt. Das stimmt. Genau. Wenn ich zum Beispiel meine Texte schreibe, dann weiß ich auch nicht, woher es kommt. Das ist dann auch einfach nur ein gefühltes Wissen. Es schreibt mich. Genau. Ja? Also es ist nicht der Kopf, der da was aufschreibt, sondern es fließt irgendwas durch mich durch, was ich da aufschreibe. Ich glaube, es hat zu tun mit dem Vertrauen, es einfach geschehen zu lassen. Ja, es geschehen zu lassen, ohne Zensur, ohne Wertung. Ja. Ich rede jetzt auch einfach das, was mir so einfällt. Ja. Das kann sein, hinterher, dass ich wieder sage, oh Gott, das gesagt. Das passiert oft, das passiert oft. Man vergisst ja auch, dass die Kamera an ist und dass man das dann eventuell das andere dann hören. Aber dafür sind diese Gespräche ja da. Also Die Kamera ist ja immer an. Das ist ja so, das hier ist jetzt ja nur ein anderes Medium, das macht das sichtbar. Das erklärt das eigentlich ganz. Die Kamera ist immer dran. Wir, unsere Seelen wissen, was wir gemacht und was wir nicht gemacht haben. Und die wissen auch, was zu korrigieren ist. Das ist schon gespeichert in unseren Zellen. Alles ist gespeichert. Das gibt's ja nicht. Energie ist ja nicht einfach weg. Jedes Wort, jeder Gedanke, jede Tat ist ja irgendwo eine Energie in Aktion. Und das bewirkt was. Ja. Also bewirken wir auch was. Ja, gut. Mit unseren Gesprächen. 100%. Ich bin nicht ganz sicher. Ja. Habe ich eben so gedacht, also auch wenn Menschen jetzt das sehen, die vorher noch nichts davon gehört haben, werden sich vielleicht einmal Gedanken drüber machen. Also irgendwo immer das erste Mal den Kontakt auch dazu. Aber Außerirdische nimmst du nicht wahr, diese extraterrestrischen Wesen nimmst du nicht wahr. Oder auch Verstorbene zum Beispiel. Ich habe eine Bekannte, ein Medium, die auch die Verstorbenen dann immer wieder sieht. Nein. Das nicht. Ne? Nein. Das ist gut. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil es für mich den Tod nicht gibt. Weil es ist alles Leben. Das könnte damit zu tun haben, weswegen ich das nicht, ist gar nicht mein Thema. Bilde ich mir zumindest derzeit ein. Ja, aber so als Medium, dass Verstorbene durch dich sprechen, das machst du nicht. Doch, das passiert manchmal, aber sie sind ja nicht, ich verstehe das schon. Die sind auf der anderen Ebene. Genau. Ja, so. Sie sind körperlos, sagen wir körperlos. Genau, ich kommuniziere, wie ich mit denen, was ich eben erzählt habe, mit den anderen Wesen kommuniziere. Das ist schon ganz real und lebendig und wirklich und echt. Und das kenne ich nämlich auch von mir, wo ich mit meinen verstorbenen Eltern Kontakt hatte. Mhm. Oder auch ab und zu noch habe. Aber wenn ich das sogar möchte, noch lebendiger als hier. Das ist lebendiger. Das ist immer, immer total sanft und das ist so wohlwollend und das ist so liebevoll. Immer. Daran kann ich spüren, dass es eine andere Ebene ist.
Ne? Gut, und dann kommt es aber ja natürlich durch meinen Mund. Also wie können die Leute das nehmen, wenn ich das sage? Aber da sage ich auch mal, fühle es einfach. Weil ihr fühlt auch immer, was Wahrheit ist. Genau wie man Lüge fühlt. Man kann das fühlen. Jeder kann das fühlen. Nur die wenigsten wollen sich überhaupt trauen, dahin zu fühlen. Weil das ist natürlich auch unschön, wenn man dann plötzlich feststellt, ey, was leben wir hier eigentlich? Ja, ich denke mal, wir haben auch vieles in unseren Zellen gespeichert aus verschiedenen Leben, ja. Und denke mal, auch da sind ganz viele Erfahrungen gewesen, dass wir das gar nicht durften, dass wir das gar nicht wissen durften oder Das sind, vermute ich auch, dass da aber Ängste eben auch herkommen. genau, das vermute ich auch. Da kommt ja die Frage dann auf, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das ist ja sowas, was so gerne gefragt wird. Da habe ich mir dann auch mal echt Gedanken drum gemacht. Für mich ist es ja sowieso klar, weil wir kommen mitten im Leben und wir gehen mitten im Leben. Das heißt, wir sind immer am Leben. So, das ist für mich schon mal klar. So, aber ich verstehe natürlich, was jemand damit meint. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es nicht beweisen. Obwohl es da auch schon Methoden gibt, womit man das sichtbar gemacht hat und so. Aber eins weiß ich mal ganz genau, und das weiß jeder normale Mensch auch. Sicher ist, wir haben ein Leben vor dem Tod. Also wenn man das andere schon nicht nehmen kann, dass es vielleicht kein Leben nach dem Tod gibt oder so, dass sie das denken. Aber eins ist sicher, wir haben ein Leben vor dem Tod. Das ist doch mal sicher, weil wir sitzen jetzt hier, wir unterhalten uns hier ganz real. So, und dann geht es doch darum, was machen wir daraus? Jetzt, in diesem Moment. Ja, jetzt in diesem Moment sitzen wir hier und du sitzt 50 Kilometer von mir entfernt und wir sitzen vor unserem Rechner und unterhalten uns Genau. und nehmen vom Herzen her alle Menschen mit rein, die uns zuhören wollen. Genau. Jetzt kenne ich aber auch einige Menschen, die sagen, nee, ich glaube nicht an die Wiedergeburt. Ich glaube auch nicht ja, ich gehe ich sterbe, ich gehe ins Grab und dann bin ich weg. Und bei vielen habe ich den Eindruck, dass sie so unter Druck geraten, das Leben sinnvoll zu gestalten. Also irgendwo, was muss ich tun? Was muss ich noch erledigen in diesem Leben? Oder habe ich alles richtig gemacht? Ja, Diese aber dann war Angst, es wieder ein Vertrauen in dem Moment. der Druck, den kann ich dann so richtig spüren. Und dann sage ich, wenn es diesem Leben nicht ist, dann ist es halt im nächsten. Wir haben uns was Genau. vorgenommen und das Leben ist ein Spiel, das hört man ja immer wieder, dass wenn man es dahin kommt, dass man das auch wirklich als Spiel sehen kann. Das ist natürlich nicht immer leicht. Nein. Ne? Da wir ja dann doch in unserem Körper sind und in unserem Körper ist es halt nicht so einfach, alles als Spiel anzusehen. Ja, Druck, wenn man, oder viele Menschen empfinden ja auch Druck, das kenne ich ja auch, das kennen wir ja auch. Trotzdem weiß ich, dass den Druck mache ich mir immer nur selber. Selber, genau. Ich mache mir den nur selber. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich ja fragen, und wie kann ich diesen Druck wieder auflösen? Die Antworten sind ja in mir, so wie die in jedem sind. Es gibt ja nicht das Patentrezept oder das Patentmittel oder so, doch. Bedingungslose Liebe, das schon. Also wirklich Liebe, die einfach wirklich, die einfach liebt. So, Genau. genau. Also die Liebe ohne Objekt. Auch mit. Ja, ich meine, dieses bedingungslos, ne? Genau. Es hat keine Bedingung, es stellt keine Bedingung. Nein. Und so sollte man auch an sich selbst diese Bedingung nicht stellen. Genau, weil ich bin ja und jeder andere auch ist ja so gut, wie er sein kann jetzt. Ich bin ja optimal. Das Problem ist meistens, wenn sie perfekt sein wollen. Da gibt es ja diese perfektionistische Geschichte. Das haben ja auch ganz viele und gerne, kenne ich von mir auch. Trotzdem weiß ich mache es optimal. Ich mache mein Optimum, so gut ich das jetzt kann. Und jeder andere auch. So. Und das tust du dann aber auch, um dann jetzt doch mal auf deinen Hof zu sprechen zu kommen. Will ich also kurz noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, noch lange bevor ich an die Ostsee gezogen bin und noch im Rheinland lebte, habe ich dich über Xing kennengelernt.
Und über den Wolfgang, ne? Wie hieß er, Wolle? Wolle? Wolf, der kannte dich. Und war Heidi war meine erste Ansprechpartnerin hier im Norden, die eben auch spirituell schon unterwegs war. Und dann habe ich also dieses Seminarzentrum kennengelernt und war damals schon so begeistert. Und magst du das erzählen, wie du da dran gekommen bist, wie du deinen Traum da verwirklicht hast? Das hat sich so ergeben und das läuft ja immer noch weiter. Ja. Also dieser Hof, ich bin nebenan hier aufgewachsen und ich wusste immer, ich gehöre hierher. Ich fasse jetzt ein bisschen auf, was ich sage, weil das hat natürlich mit Persönlichkeitsrechten von anderen Menschen zu tun. Okay. So, deswegen. Und es ist dann durch verschiedenste Umstände eben auch passiert, dass ich diesen Hof kaufen konnte. Der war eine Ruine. Also da war kaum noch Dach drauf, also das gab kein warmes Wasser und überhaupt gab es alles irgendwie gar nicht. Und ja, und habe dann diesen Hof kaufen können. Das war auch eine Geschichte, ich habe nicht mehr nachgedacht. Also das lief einfach so, das kam so zu mir auch mal, obwohl ich immer Interesse dran hatte. Das wusste derjenige auch, der hier wohnte, in dem das gehörte. Der ist dann plötzlich verstorben. So, und dann lief das alles seinen Weg. Ich hätte auf keinen Fall gesagt, dass ich Interesse habe an dem Hof, weil ich das so, ja, ich hätte ihm so sehr gewünscht, dass er noch ein schönes Leben hat, so irgendwie hier. Aber gut, damals war ich ja auch noch nicht in diesem Bereich unterwegs. Und es wussten ja auch viele Leute, dass ich Interesse immer hatte an diesem Hof, weil ich immer gesagt habe, ich gehöre hierher, witzigerweise. Habe aber dann natürlich nicht gemeldet. Und dann ist die Person, die den Hof dann verkaufen wollte, ist dann auf mich zugekommen durch Geschichten, die dann einfach so gelaufen sind, dass der auf mich aufmerksam wurde. Ich kann es nur so erzählen. Ja, ist das okay? So, genau, und auf jeden Fall habe ich dann praktisch, ohne weiter nachzudenken, ich hatte kein Geld, ich hatte kein nichts, habe ich den Kaufvertrag unterschrieben. Ich habe gedacht, so, oh, jetzt wird es ja interessant. Und ich hatte aber ein Haus im Dorf durch meine Eltern. Ja, und dann wusste ich ja, ich muss das verkaufen. Und dann hat sich das dann auch alles so hingelaufen, auch noch richtig gut. Aber das ging alles so schnell, wie, das passt ja einfach mal alles so. Und dann sind wir hier angefangen und haben gebaut und ja, und das passte alles genau. Also ich habe immer gesagt, ich möchte ein Dach. Ich möchte gerne warm Wasser und ich möchte eine Toilette, da ziehe ich ein. Ja, und das haben wir aber alles hingekriegt. Also innerhalb 5 Monaten haben wir dieses Riesending komplett so neu gemacht, also mit Dach, mit Heizung, mit allem, wie es sollte. Und ja, und dann wohnte ich dann hier so. Das ist schon so lange her und das ist so schwierig. Ich glaube, das kann andere schwer nachvollziehen. Eine interessante Geschichte ist dann später passiert. Ich hatte noch eine große Lohdiele hier. Das war so eine Durchfahrt, hatte man früher, wo man durchfahren konnte, praktisch durchs Haus und konnte das Heu und Stroh auf den Boden stechen. Also so eine Lohdiele war da noch, so eine ganz offene, auch noch ganz Löcher im Boden und alles noch. Da hatten wir noch nichts gemacht. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das müssen wir nochmal machen, das finde ich irgendwie so unschön. Und ja, und dann habe ich so Ideen gesammelt. Also das war irgendwie, habe ich immer sowas gesehen. Dann, also, ach, das kann man ja ganz einfach so, die Balken darauf, dann habe ich das irgendwo gesehen. Dann irgendwie habe ich immer so Sachen gesehen, wo ich wusste, ah, so geht das dann mit der Loh. So, und dann nach 1, 2 Jahren wusste ich plötzlich genau, wie es geht. Weil mir fehlte vorher immer noch, wie mache ich das bloß mit den Wänden? So, und das hatte ich dann auch irgendwo gesehen. Ich sage so, jetzt weiß ich, wie das geht, so Leute, jetzt müssen wir da mal bei. Und dann waren da wirklich einige, die geholfen haben. Es war auch interessant, was für Leute hier bei der Loh geholfen haben. Sehr liebevolle Menschen, also ganz liebevolle Menschen. Und es waren auch einige Menschen, die sonst immer mal geholfen haben, waren witzigerweise nicht dabei. Macht aber auch Sinn. Das waren eigentlich so mehr die Widerständler hier. Das war interessant. Okay. Zufällig dann nicht da Warst waren. du dann die Hexe, die da jetzt einzieht? Dorfhexe, sagt mein Ja. Lieber, Ja. gerne. Aber ich sage immer, wenn, dann zauberhafte Heidi. Also so ein bisschen Gut. zauberhaft, aber
Als Hexe sehe ich mich überhaupt nicht. Nein. Gar nicht. Außerdem ist ja nichts Schlimmes. Die sind ganz anders gestrickt. Also, nee. Ja. Außerdem hatte ich in letzter Zeit ein paar Mal einen Hexenschuss und ich behaupte, die schießen nicht auf eigene Leute. Also mal aufschließen. Naja, und als wir diese Loh dann gemacht haben, während wir das gebaut haben, habe ich gesagt, also das finde ich richtig super, wie dieser Seminarraum wird. Wie Seminarraum, die anderen. Ich sage, habe ich das gerade gesagt? Ja. Ja, du hast Seminarraum gesagt. Ich sage, ja, wenn ich das schon sage, dann wird es ja wohl auch so sein. Ja. Und dann hat sich das so ergeben. Dann hatte ich nun diesen Raum, den ich schon mal Seminarraum genannt habe. Und dann habe ich dann mal Seminare angeboten. Und ja. Vorträge. Und jedes Mal, wenn ich dorthin gekommen bin, war wieder ein Stück erweitert. Ja. Und zwar inzwischen so weit, dass du letztes Mal eine Messe da eröffnet hast. Auf dem Dorf, in Kolbenbüttel. Wo wirklich sonst nichts ist. Ich habe also jedenfalls nichts gesehen. An anderen Häusern vielleicht. In der Nähe der Nordsee. Also wenn jemand mal in Richtung Nordsee kommt, Kolbenbüttel, merkt es euch, da gibt es den Seminarhof Heidi. Und es ist ein Besuch wert. So liebevoll, wie du das da gestaltet hast. Da merkt man bei jedem Zimmer, bei der Terrasse, die überdachte Terrasse, das ist ja alles gewachsen. Ich habe das Wachsen dann auch miterlebt. Das hat mich so fasziniert, dass du ja auch weiterhin noch Pläne hast. Ne? So ein Prozess, das Leben an sich ist ein Prozess. Genau. Und das kann man eben auch an dieser Geschichte sehr gut nachvollziehen. Dank auch meines Lebensgefährtens, der auch ein absolut liebevoller Mensch ist, ein absolut herzlicher Mensch auch und der auch da wirklich mit Herzblut rangeht, der auch ganz viel Freude daran hat, also für sich selber, weil er auch so ein Macher ist, aber auch, bilde ich mir mal ein, mir die Freude zu machen, weil ich kann mich so doll freuen, ich kann mich einfach richtig doll freuen. Ja, also kriege ich Tränen in den Augen, also das ist wirklich so. Ich bin da auch so dankbar für. Weil natürlich kann ich das hier nicht alleine. Nein, das nicht. Ich gehe nur mit Hilfe von anderen. Die Ideen sprudeln und dann gemeinsam umsetzen. Manchmal muss ich auch gebremst werden, ja. Das ist ein bisschen viel an Ideen. Gut. Grundsätzlich bin ich aber ein Freund der kleinen Schritte. Also, das ist mir auch schon mal gesagt worden, Heidi, jetzt hör doch mal auf, immer diese kleinen Schritte zu machen. Du könntest ja ganz anders, mach doch mal. Da merke ich schon immer so, das wird schwer für mich, wenn man mich so unter Druck setzen will, beschleunigen will. Und dann hat mal einer eine ganz tolle Frage gestellt und hat gesagt, Heidi, warum sagst du das eigentlich immer? Das mit den kleinen Schritten, dass du so ein Freund der kleinen Schritte bist. Ich sage, weil ich das bin. Ja, aber warum? Ich sage, das war eine gute Frage. Warum? Das fand ich eine super Frage und meine spontane Antwort war, und die stimmt auch heute noch, weil das nachhaltiger ist. Weil das für mich nachhaltiger ist, dass man erstmal eine Festigkeit, eine Stabilität in sich gefunden hat, weil das Fundament muss stimmen. Genau. Wenn das Fundament nicht stimmt, auch in mir mal nicht, und ich will da auf dicke Hose machen, das kann nur schief gehen. Also in mir muss das Fundament stimmen. Wie beim Hausbau. Sehr gut. Und darum bin ich Freund der kleinen Schritte. Das ist halt mein Tempo. Mhm. Andere können das vielleicht im Toreburggang, vielleicht. Aber das ist dann auch schnell oberflächlich, ne? So. Genau. Kann sein. Ja. Kann sein. Ja. Jetzt haben wir von der heutigen Heidi gesprochen, vom Seminarhof, von der Heidi als Kind, Heidi im Hotel. Die im Hotel gearbeitet hat und Heidi als Tochter sehr wahrscheinlich dann ja auch. Ich bin Lieblingstochter und ich bin Lieblingsschwester. Das wollte ich gerade fragen. Hast du noch Geschwister? Haben die auch diese Gabe? Ja, sicher ja, weil jeder. Nehmen Sie es bewusst wahr. Da möchte ich mal nichts zu sagen, weil das zu persönlich ist. Okay. Alles klar. Du bist Mutter. Was sind eigentlich Gaben? Das wäre vielleicht mal interessant. Grundsätzlich,
ich, um das mal zu definieren, wie ich Gabe auch verstehe, für mich war das ja ein Fluch immer. Es war ja für mich ein Fluch. Weil das ja nicht normal war. Und man könnte ja meinen, ich bin verrückt, so ungefähr. So, also war es ja für mich ein Fluch. Bis ich das angenommen habe, bis ich es annehmen musste, bis es gar nicht mehr anders ging. Da wurde es ja dann zum Segen. Okay. So, für mich und für andere. Also meine Migräne hat sich dann aufgelöst und genau. Was sind Gaben? Also ich habe dann, es war ja eine Aufgabe für mich, das wirklich ja, über diesen Schatten zu springen, mich das zu trauen, weil da hatte ich ja ganz doll Angst vor. So, und heute sage ich mal, jede Aufgabe, die wir angenommen und gelöst haben, wird zur Gabe, die wir weitergeben können. Sehr gut. Genau. Meine Gabe war, das ist jetzt ganz, wenn du das so sagst, ich habe leidenschaftlich gerne geturnt, Sport gemacht, Leistungssport. Das war dann auch später mein Beruf. Ich habe es weitergegeben. Ich habe Sport unterrichtet. Also, Genau. ja, das war meine Gabe. Genau. Oder, man sagt es so, weil es eben was Besonderes ist, ne? Bei dir jetzt. Also das ist, deswegen habe ich immer gesagt, hat ihr auch die Gabe oder das ist deine Gabe. Das Ich ist habe übrigens auch einen Sohn, fällt mir gerade mal ja, ein. ich wollte eben auf die Mutter kommen. Du bist auch Mutter, ja? Das habe ich jetzt nicht vergessen, sondern es war Ja. noch nicht dran, aber ich werde gerade daran erinnert, weil der kommt gerade nach Hause, höre ich. Er wohnt nicht mehr Okay. hier, 3 Jahren, aber er ist natürlich auch, meine Mama hat nämlich heute Geburtstag und wir sind nachher eingeladen zum Geburtstagsessen bei ihr. Deswegen höre ich meinen Sohn da schon was rascheln im Hintergrund. Okay. Er ist 22. Ja, ich habe ein Kinder, alles Jungs. Aber Ja, alles. lebt nicht bei dir, oder? Lebt schon Nein. allein, hat schon lebt schon alleine. Okay. Und Ja. Und genau. zu dem Magnetschmuck wollte ich dich noch mal was fragen. Wie bist du dazu gekommen? Ja. Wie alles in meinem Leben kannst du dir vorstellen, es ist zu mir gekommen. Also ich bin immer wieder, ich habe ja jahrelang auch in Foren gearbeitet übrigens, als Beraterin, als Kartenlegerin und bin dann immer wieder auch in Kontakt gekommen mit Menschen, die gesagt haben, Mensch Heidi, das, was du da machst und sagst und tust, da würde ja super auch das Thema Magnetschmuck zu passen, weil das eben auch so eine Wirkung hat. Das ist so was Natürliches und es hat eben auch eine Wirkung. Und dann habe ich immer geantwortet, also Leute, danke, ich mache schon genug Hokuspokus, also mehr halt weder ich aus noch die Leute, das lass man gut sein. Das Thema kam aber immer wieder und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn das wirklich was ist, wenn das wirklich was Tolles ist, was dienlich sein kann für die Menschen, dann möchte das bitte auf Nähe zu mir kommen, also nicht über World Wide Web, sondern hier irgendwie in der näheren Umgebung. Und dann war 3 Jahre Ruhe, habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann ist aus dem Dorf hier eine Bekannte, hat mich eingeladen zu einer Schmuckparty. Habe ich gesagt, das lass mal gut sein, das ist nicht meins. Ich war im Leben auch noch nie auf einer Tuba-Party, also das ist so gar nicht meins. Nicht gemeint. So, und dann fiel mir ein, es sei denn, es ist Magnetschmuck. Ja, und dachte, ja, ich meine, aber ich weiß nicht genau. Ich sage, du, ich habe Zeit, ich komme. So, und dann bin ich zu dieser Party gewesen und da war eben eine Dame, die kannte ich früher, das war eine Arbeitskollegin von mir mal, und ihr Sohn hatte immer Migräne. Schon als kleines Kind. Das war ein Thema, was ich auch richtig gut kannte und weiß ja auch, wie schlimm das sein kann. Und dem hat nichts geholfen, aber die hat erzählt, sie hatte 2 Monate vorher ein einfaches, schlichtes Magnetarmband gekauft für ihn und seitdem war seine Migräne weg. Ich dachte, das kann ja nicht angehen. Das muss ich mir aber mal genauer anhören, also weil das ist wirklich auch eine ganz taffe Bodenständige, die erzählt nicht irgend so ein Kram, da muss schon was dran sein. Dann bin ich mit nach Flensburg gefahren mit der Beraterin, habe gedacht, habe ich ja auch gesagt, ich möchte mir das mal irgendwie genauer anhören. Ja, und da waren ganz viele Leute, wo ich gesagt habe, also egal, was die rauchen, das tut denen nicht gut, das kann nicht angehen, was die hier erzählen, die haben Geschichten erzählt, das ist so unglaublich. So, und das hat mich trotzdem bewogen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe da wirklich absolut Unglauben dran.
Ich lade mal meine Freunde und Bekannte ein. Mal gucken, was die dazu sagen. Ja, und das war der Hammer. Also diese Präsentation, diese Schmuckpräsentation, die dann hier gemacht wurde. Erstmal war interessant, wie positiv die Leute darauf reagiert haben. Oh, Schmuck, Heidi, und Schmuck ist immer ganz was anderes. Toll, wir kommen mal. Die haben gekauft, wie doof. Und ich war Beraterin und sofort höchste Rabattstufe oder wie das da ging. Ich hatte ja damals davon überhaupt noch keine Ahnung. Ja, und die haben dann auch gleich ganz tolle Geschichten erzählt, was bei denen so passiert ist. Nicht bei allen, aber bei manchen schon wirklich ganz offensichtlich. Bei anderen eher ein bisschen sanfter, aber eigentlich bei mehr oder weniger bei allen, was passiert. Weil Magnete grundsätzlich ausgleichend und regulierend wirken können. Und es wirkt natürlich auf uns, wie alles ja eine Wirkung hat auf uns. Und ich bin auch ganz froh. Ich habe damals angefangen, es hat mir ein Heilpraktiker geraten, die Geschichten der Leute aufzuschreiben. Okay. Das habe ich auch gemacht. Also das ist wirklich, das ist alles voll Geschichten der Leute, was denen passiert ist damit. Und die schicken mir das auch und schreiben mir das auch. Anfangs habe ich es nur aufgeschrieben, aber dann kommt es ja immer noch durch mich. Dann ist es ja, als wenn du es halt sich auch alles ausdenken könntest. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das liest sich dann immer so gleich, wenn ich schreibe. Könnt ihr mir das nicht schicken per Mail oder sonst wie, damit es eure Worte sind, mit euren. Und das ist schon interessant. Vieles schreibe ich gar nicht mehr auf, weil sich das immer wieder wiederholt. Also es ist schon eine ganz schöne Geschichte. Schöne Idee mit dem Buch, ja. Und wie sieht der Schmuck aus? Hast du da mal was zur Hand? Von bis, ne? Also das ist jetzt mal so ein Ring Ach, oder der Ring. Armband, die Kette. Also du Also trägst ihn selbst auch immer. ja, mich hat er stabiler gemacht. Okay. Also innerlich stabiler. Ja. Und wo findet man da Infos auf deiner Webseite oder? Auf meiner Webseite, genau. Wenn jemand da Interesse dran hat. Genau, und ich gebe da auch gerne Auskunft. Also viele Leute haben ja sowas auch schon zu Hause. Das ist für mich immer das Einfachste, weil ich kann ganz, also vermarkten oder Werbung ist ja so ein Wenn Thema, wenig, das ja. völlig suspekt ist. Viele haben schon sowas zu Hause und wenn sie da auch zu fragen haben, auch wenn sie das nicht bei mir gekauft haben, das ist ja völlig gleichgültig. Mir geht es ja wirklich darum, mir geht es im Grunde ums Dienen. Ich mag so gerne anderen helfen oder sie unterstützen oder Hilfe zur Selbsthilfe geben, damit sie ein Stück weit glücklicher sind, ein Stück weit mehr lächeln können oder zufriedener sind. So in der Richtung. Ja. Und dann können die mich das fragen, egal ob sie es bei mir kaufen oder gekauft haben oder nicht, das ist ganz egal. Wenn sie was wissen möchten, erzähle ich so gut ich es weiß. Und Vielleicht auch da kommen lässt. ja im Webinar, im Chat, können die Leute dich ja auch dann noch fragen. Ne? Ja. Da kannst du ja vielleicht, wenn das Webinar ist am 31., wir zeichnen ja das Gespräch mit auf, Ja. vielleicht ein bisschen Schmuck mitbringen, dass man es dann zeigt, ne? Ja. Ja. Und dann nochmal näher drauf eingehen. Ja, Okay. gerne Und mal. bei Questico bist du da noch oder bist du nicht Nein, bei mehr? Questico bin ich nicht Nicht mehr. mehr, okay. Aber bei dir kann man auch telefonisch Beratung Genau, ich machen. mache überwiegend telefonische Beratung. So Ja. ist das Ganze ja auch entstanden. Deswegen hatte ich ja auch innerhalb einem halben Jahr damals, also das war ja urplötzlich, war ja das offen. Und dann war das ja der Zufall, der dann Leute zu mir gebracht hat, also erst eine Freundin und die hatte eine Freundin und die hat Freunde und plötzlich innerhalb von einem halben Jahr hatte ich in ganz Deutschland, Saudi-Arabien und USA Freunde. Ja, und da wurde es dann alles ein bisschen viel. Ich hatte ja auch noch einen normalen Job. Das habe ich auch noch ein Jahr lang weitergemacht. Wollte das mit den Karten und den ganzen Kram auch immer wieder alles weg. Ich wollte das nicht, aber es ging nicht. Weil dann kam immer wieder irgendjemand und ach Heidi, komm, Mama, und das tat so gut. Und das ist sowieso, was die Leute immer schon gesagt haben. Also jetzt nicht nur mit den Karten liegen, sondern immer, Heidi, es tut so gut, mit dir zu reden. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ich mache doch gar nichts. Ja, aber irgendwie tut das gut. Ja, aber deine Energie ist dann da. Die Energie ist ausgleichend sehr wahrscheinlich dann. Und du hörst dich zu. Mir geht es auch gut. Also das muss man mal sagen, mir geht es auch gut. Ja. Klar. Ich achte aber auch darauf, dass ich nicht zu viel mache. Also ich führe höchstens 3 Gespräche am Tag. Okay. Ja. Aber dein Hauptberuf ist das jetzt gerade nicht. Oder lebst du davon?
Mein Hauptberuf, Ja, meine wovon? Hauptberufung, Was ist denn? ich war 8 Jahre selbstständig, nur mit Kartenlegen und Lebensberatung, also voll selbstständig. Ja. Und dann hat mich aber diese normalen Geschichten haben dann angefangen, ein bisschen zu drängeln. Also, Der Ton ist schlecht gerade. Durch das Bild steht. angehen und suche mir wieder ein bisschen normalen Job. Ja. Und dieses Kartenlegen oder diese Gespräche mit mir, Magnetschmuck und mein Kioskjob, den ich im Moment habe, das ist so das, wovon und wofür. Und du hast noch einen Mehr darum, wofür Traum. ich lebe, statt wofür. Ah, der Traum, ja, der nimmt ja auch so Gestalt an. Wobei ich vor dem Traum wirklich auch ein bisschen Angst habe mitunter, weil ich denke, was soll denn das jetzt? Jetzt kriege ich wieder so viel Arbeit. Viel arbeiten. Und zwar ein Hofcafé zu machen. Weil ich bin ja gelernte Gastronomin und ich liebe einfach, ich liebe auch dieses Dienen und ich liebe auch diesen Ort hier, wo ich wohne, und ich würde das so schön finden, offen mache, sondern als Café kann man das normaler nehmen. Einfach kommen, Kaffee trinken, Kuchen essen und einfach das genießen hier. Das ist eine tolle Energie hier auf dem Hof. Ich halte mal. So, jetzt setzen wir weiter fort nach einer kleinen Pause, weil der Ton so schlecht wurde. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Und in der Pause habe ich mit Heidi gesprochen und gesagt, das fing an, als du von deinem Hofladen erzählen wolltest. Kaffee. Hofcafé. Und dann kam gleich die richtige Antwort. Das ist ein Thema. Also Heidi, was ist das Thema? Zu viel Arbeit. Genau. So. Und ich lasse es sich einfach entwickeln. So interessant ist aber, dass entwickelt, ich habe ja schon Tische hier, ich habe Stühle hier. Letztens kriegte ich dann eine Geschirrspülmaschine geschenkt und Und dann kriegte ich mein jetzt einen Kühlschrank geschenkt vor ein paar Tagen. Das ergibt sich dann so. Gut, manchmal, ich spreche es auch an und sage, wenn ihr da irgend sowas habt und so, und ne, könnt ihr mir gerne, kann ich vielleicht brauchen. Aber ich merke schon, wie ich selber merke, Heidi, das ist jetzt zu viel, zu schnell. Lass es mal. die kleinen Weil, Schritte. genau, ne, da sind wir nicht. Ja. Aber Bei dir gehört viel. ich habe gemerkt, als wir auf deiner Messe waren und dann darüber gesprochen haben, wie fest dieser Traum in dir verankert ist. Also egal ob kleine Schritte, große Schritte, er wird sich verwirklichen. Da bin ich ganz sicher. Und solange lasse ich auch die Geschirrkiste auf dem Dachboden stehen. Genau. Du bekommst Genau. das Geschirr. Und dann Und vielleicht noch die, ja. auch da geht es einfach darum, weil es so schön hier ist. Mein Sohn sagt immer, Mama, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ja. Ja, und das sagen auch andere Leute, das ist einfach so schön, das ist ja ein Traum hier. Ich sage, nee, das ist auch Wirklichkeit. Früher haben die Leute zu mir gesagt, Heidi, das ganze Ding hier ist ein Albtraum. Ich sage, ja, aber ich sehe es fertig und es ist ein Traum. Und es ist es auch irgendwo. Und ich möchte das so gerne auch gerne mit anderen teilen. Also es ist wunderschön, bei dir zu sein. Es ist eine wahnsinnig schöne Energie. Egal, ob ich jetzt auf dem Vortrag war oder jetzt bei der Messe oder auch mal privat da war mit den Hunden. Es ist immer eine unheimliche Gemütlichkeit da. Ein Das liegt an diesem Zusammenspiel. Willkommengefühl ist da. Das liegt aber an diesem Zusammenspiel der Ja, Leute. ja. Das bin ja gar nicht ich. Ich merke auch, wie ich jetzt dazu neige, jetzt gerne mich zurückzuziehen. Das bin ja gar nicht ich. Ich gebe die Möglichkeit oder so, aber es ist ja diese ganze die Freundlichkeit in den Menschen, die hier sind. Ist Dieses aber Wohlwollen in den Menschen, die hierher kommen. auch die Energie ist in dem Haus. Das ist Ja. auch von dir die Energie, die lebt da. Also es ist Schön. eine Willkommensenergie. Ja. Egal, ob das jetzt was Professionelles ist oder so habe ich es erlebt. Ich habe mich immer willkommen gefühlt.
Und das finde ich ist ganz, ganz wertvoll. Ob ich da Das ist auch allein, ja. das, was ich immer gesagt habe, ich bin einfach da. Also ich bin ja vom Sternzeichen auch Waage, habe ich ja Ja. gesagt. Und da habe ich dann irgendwann auch mal gesagt, die Waage ist ja das einzige Instrument im Tierkreiszeichen. Also bei der Waage ist sie hat keine Füße, sie kann sich nicht selbst fortbewegen, es ist ein Instrument. Also entweder bringt man die Waage dahin, wo es etwas abzuwägen gibt, oder man kommt zur Waage. So. So habe ich das noch Und der nie kleine Schritt gesehen. ist wahrscheinlich schon übertrieben. Ich habe gar keine, ich kann gar nichts, ich bin hier. Du bist Ja. einfach. Bin einfach echt, ja. Genau. Und der Waage sagt man ja auch nach, dass sie nicht so gerne sich entscheiden mag. Und Roland ab und zu sagt so, jetzt entscheide dich doch mal. Das brauche ich doch gar nicht. Ja, kann man doch mal jetzt. Ja, kann man, aber muss ich jetzt nicht. Also, bei mir gibt es gar nicht dieses Entweder-Oder auch, weil es ist auch irgendwo, das ist ein Spruch, hört man auch, aber ich empfinde das wirklich so. Es ist ein sowohl als auch. Es ist in Ordnung, wenn es so ist, es ist aber auch in Ordnung, wenn es so ist. Da komme ich dann auf unseren Fehler. Wir hatten uns heute für 3:30 für dieses Gespräch verabredet. Vor einer Woche, du warst krank und vor einer Woche bei WhatsApp war über WhatsApp und ich hatte heute 17 Uhr im Kopf. Ganz fest war ich davon überzeugt um 17 Uhr. Und dann hat Heidi um 3:30 angerufen und sagt, wir hatten doch unseren Termin. Und, ach, um Gottes Willen. Und ich habe dann nachgeguckt, ich hatte mich vertan. So, und da haben wir gleich hier angefangen zu sprechen. Ich habe mich dann also beeilt und dann sagtest du, das ist ein Thema von dir. Magst du da noch mal was drüber sagen? Ja, ich mag ja niemand zu nahe treten. Also jetzt werde ich auch, wie mir wirklich heiß wird. Ich mag niemand zu nahe treten. Das ist so, ich bin da, aber das ist auch mit diesem Werbung machen und so. Auch jetzt dieses Gespräch, das hatte ich zwischendrin eben schon mal. Das hört sich so an jetzt, ich sage so, wie ich es gerade empfinde, okay, weil ich merke, sie haut mir fast die Luft weg. Jetzt will sie sich irgendwie vortun. Also mir kribbelt gerade alles. Das ist ganz schrecklich für mich. Oh Ganz Gott. schrecklich. Ich kriege Tränen in den Augen, weil dann eine richtig dolle, oh, Scheu. Ich bin scheu. Da kommt eine Scheu hoch. Scheu, ja. Scheu. Aber Ja. genau aus dem Grunde mache ich ja diese Gespräche, um Platz zu machen für die, die immer für andere da sind. Ja, das sind alles Menschen, die immer für andere da sind, die anderen zuhören, die anderen geben. Und eigentlich nie den Platz finden, um sich selbst mal in den Mittelpunkt zu stellen, die damit Genau. Probleme haben. Das hat Ja. mich ja auf die Idee gebracht, diese Gespräche zu führen. Das ist ja kein Interview in dem Sinne über ein Thema, sondern ist der Mensch steht im Mittelpunkt. Genau. Und es berührt mich gerade, dass dich so zu fühlen, dass es dich so berührt. Ja, mir ist total heiß jetzt auch. Da ist jetzt gerade richtig was rausgekommen. Ich kenne natürlich mein Thema, aber das jetzt Ja. so offen zu sagen, puh, schon. Ich freue mich, dass du dich zeigst. Ja, Also ich Dankeschön. mache gerne zum Beispiel Werbung für solche Gespräche, auch wenn das jetzt über mich läuft. Aber, oder auch wenn ich mit Sabine Richter habe ich ja viel gearbeitet. Wenn ich da Werbung mache, ist das was anderes, als wenn ich jetzt nur für mich werben müsste. Und das kann ich total Genau. nachempfinden. Alle anderen stelle ich gerne in den Vordergrund, aber mich selbst eigentlich nicht so richtig, obwohl Deswegen ich. kann ich auch gut anbieten für andere, die hier Seminare machen und so. Da schicke ich ja auch die Werbung gern. Ich schreibe denen das ja auch, weil die meisten Ja. haben ja Probleme damit. Das kann ich super. Ich sage, gib mir einfach ein bisschen was und dann mache ich was draus und du guckst aber. Und dann sagen die, wo holst du das her? Ich sage, das kann ich locker für andere. Genau. Für mich nicht. Da ist ein Deckel drauf. Ja. Aber da geht es dir nicht nur so, das geht ganz vielen so. Ne? Denke ich auch. Ja. Und deswegen müssen wir da auch wieder zusammenarbeiten. Jeder für jeden und jeder kommt mal dran und darf sich Genau. zeigen. Wir dürfen uns alle zeigen. Genau. Ne? Und dafür ist das Internet natürlich tolle, tolle Plattform. Das hat es früher alles nicht gegeben. Und so können wir uns immer mehr vernetzen, um in Harmonie zusammenzuleben. Genau. So einfach ist das. Sollen wir das als Schlusswort lassen? Ja. Ist das gut? Oder möchtest du noch ganz was Wichtiges sagen?
Aber im Webinar kannst du auch noch ganz viel sagen. Genau. Ne? Ich freue mich, wenn ganz Ich viele sich anmelden. Du hast wirklich auch. habe fertig. Ja. Oder haben wir was vergessen? Vielleicht hast du ja vorher noch was Ich hatte gar überlegt. keinen Plan, ja nicht. Also ich habe mir überhaupt keine Gedanken vorher gemacht. Das Einzige, dass ich gedacht habe, jetzt zieh dich mal ein bisschen nett an. Ja. Ansonsten habe ich mir keine Gedanken gemacht. Man muss auch sagen, das ist Premiere jetzt für dich, dass du das erste Mal machst. Ne? Ja. Unser Test vor einiger Zeit war der erste Versuch, die Webcam überhaupt in Gang zu bringen. Und das hat doch toll geklappt. Also dieses Programm, das wird jetzt gerade mit Zoom gemacht. Und das kann ich jedem Daher nur kommt ja auch, empfehlen. Entschuldigung, daher kommt ja auch, dass ich das so schwer benennen kann, wer ich bin, was ich mache. Ich möchte das gar nicht in so einem Schema pressen. Auch auf meiner Homepage findet man keine, also Karten liegen ja, aber nicht irgendwelche komischen, hochtrabenden Begriffe oder so. Nein. Also ich Die werden denke zu mir auch. gebeten. Die werden zu mir gebeten. Ja. Wie Du dieses bist. Pärchen, was Samstagabend hier war, die waren bis um 11 hier, sogar Roland hat mit ihnen schon. Es war so toll, es hat die so berührt, aber auch uns. Also es war richtig, richtig schön. Toll. Ja. Also wir sind nicht Kartenleger oder wir sind nicht das und nicht das, sondern Mensch mit Herz. wir sind einfach nur. Ja, wir sind Mensch mit Herz oder wie auch immer. Na, mit Herz und Verstand. Also es geht ja dieses, und diese Verbindung miteinander, eine harmonische Verbindung in sich selbst zu schaffen und Genau. das nach außen zu bringen. Ja, es beginnt in uns und es endet in uns. Also, so würde ich das. Das sind so Plattitüden, das sind so platte Geschichten, aber das sind tiefe Aber so, Wahrheiten, das sind tiefe Weisheiten. Es okay, ist Maya. alles ganz, ganz einfach. Einfach, wirklich. Ganz einfach. Wir müssen es nur zulassen, alles. Ja. Uns achten, auf uns achten und auch Achtsam auf unser sein. Gegenüber. In diese Verbindung. Alle Problematiken sind ja Beziehungsproblematiken. Bezug nehmend auf etwas oder auf jemanden. Und da kann ich ja gucken, wie ist denn die Chemie zwischen uns? Im besten Fall harmonisch und wenn nicht, gut, eventuell kann ich da was zu beitragen, um eine disharmonische Geschichte in eine harmonische zu verändern. Wenn ich das partout nicht kann, weil es aus gewissen Gründen nicht geht, weil der Gegenüber das vielleicht nicht zulässt oder wie auch immer, kann ich die Situation trotzdem akzeptieren, genauso wie sie ist, oder ich Ja. verlasse die Situation. Ich habe immer die Möglichkeit, verändern, akzeptieren, aber dann auch völlig akzeptieren Ja, oder gehen. wenn du sie verlässt, änderst du es ja auch. Genau. Ne? Also wenn es nicht gut ist, geht man raus. Aber jetzt war es gut und wir gehen trotzdem raus aus der Situation. Ja, Und absolut. ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag im Webinar wiedersehen. Da bin ich auch gespannt, habe ich auch keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber das machen wir dann einfach Das mal. üben wir vorher nochmal mit dem Raum. Das machen wir dann später. Okay, Okay? alles klar. Ich Heidi, ich danke. danke. Danke dir, dass Vielen du dich Dank. getraut hast. Danke, dass du immer mal wieder gefragt hast. Ja, ich Ich wusste brauche ja. halt ein bisschen Zeit. Alles klar. Okay, Okay. danke. Jetzt mache ich mal. Ton wieder anmachen. Also ich habe wieder an. Okay. Es ist ein oder zwei sind gegangen oder rausgefallen. Ich fand es genauso schön, dir zuzuhören wie beim Originalgespräch, wie beim ersten Mal. Ist schon merkwürdig, sich selber zu hören. Es ist für viele sehr, wenn sie es das erste Mal machen, ist es das erste Mal ganz komisch, ja. Würdest du aber Aber alles so wieder so machen? kann ich absolut alles auch so stehen lassen. Das ist absolut, finde ich, auch mit Abstand betrachtet okay. Würde mich ja interessieren, Das ist doch die was die anderen Hauptsache. dazu sagen. Das würde mich ja echt mal Ja, ich stelle mal den interessieren. Chat kurz groß. Seid ihr überhaupt noch da? Jetzt sind nur noch acht, noch wenig da. Spannendes Leben, sagt die Maria. Habt ihr Fragen? Dann stelle ich mal kurz den Chat groß. Dann könnt ihr Fragen stellen hier. Dann kann die Heidi das direkt beantworten. Ansonsten würde ich gleich schon auf die Fotos gehen. Damit wir eure Zeit nicht zu sehr. Ich habe noch eine kleine Überraschung für die Heidi, von der ich ihr noch gar nichts erzählt habe. Die werde Maria ich kann gleich ich mal gleich dann so mal einblenden.
Auf Maria kann ich gleich mal eingehen mit Bitte? dem spannenden Leben, mit dem spannenden Leben, das Ja. Roland und ich immer sagen, also das wird nicht langweilig. Aber manchmal ist das schon so viel und wir sind beide so Macher irgendwo, dass wir sagen, wir müssen uns mal eine neue Saat sehen, dass das mal ein bisschen ruhiger wird. Aber das misslingt uns immer wieder. Also da scheitern wir immer wieder. Aber es macht Spaß, wirklich. Ist schon okay. Habt ihr jetzt gezielte Fragen oder soll ich die schlägst du auch mal? Ja. Das ist auch gut. Mit dem Schlafen, da triffst du auch einen Punkt mit. Das ist auch ganz einfach. Wenn Schlafen angesagt ist, lege ich mich hin und dann schlafe ich. Und zwar ganz relativ wenig und sehr intensiv. Und dann werde ich irgendwann wach, nach 5 Stunden oder so, und dann bin ich ausgeschlafen und dann stehe ich auf. Fertig. Kann Und ich ich bin das auch gar fit. nicht. Doch. Aber mit wenig Schlaf eigentlich. Also ich habe festgestellt, dass sich das im Laufe des Lebens auch immer mal wieder ändert, je nachdem, was für eine Phase gerade ist. Also zu meiner Arbeitszeit, ich musste ja morgens um 8 in der Schule sein, und mein ganzes Berufsleben. Ich konnte nie vor 12 ins Bett gehen. Also ich hatte immer zu wenig schlafen. Jetzt als Rentnerin genieße ich es wirklich, meine 8 Stunden zu schlafen. Ich kann mir die Zeit einteilen. Das wäre für mich einfach zu viel. Das passiert mal. Bei Roland geht eher früher zu Bett. Wir haben aber Ja. getrennte Räume. Aber wenn ich denn doch mal mit ihm kuscheln möchte und gehe früher zu Bett, also ich kann da nicht so lange rumliegen, sage ich immer. Ich werd wach und dann ist gut. Dann muss ich auch aufstehen. So war Irgendwann das bei morgens, mir dann nach früher auch schon. dem. Lebst ohne Elfen und Gnome, ja, Maria. Ja, oh. Aber ich denke, die sind Glaub. überall, ne? Ich wollte gesagt, glaube ich, wenn ich schlafe, schlafe ich ja. Ich Ja. schlafe wirklich so peng, schlafen, fertig. Und Pitt fragt dich, wann mal wieder so ein Treffen ist. Das großes Wir Event, wo sind schon. viele sind, so wie. Genau. Wir haben schon mal was anvisiert, meine Mädels und ich. Da müsste ich jetzt rein mal nachgucken. Ich glaube September irgendwie, aber das Datum ist noch nicht ganz fest. Ich meine September, Mitte September ungefähr. So ganz grob schon mal in der Aber Planung. dann. Auch wieder Messe, auch wieder mit interessanten Ausstellern. Genau. Okay, dann zeige ich mal kurz die Bilder. Und Du Moment. hast eine Überraschung für mich, hast du gesagt eben. Ja, es kommt gleich noch eine kleine Überraschung. Die dauert dann 10 Minuten ungefähr. Also zum Schluss mache ich die als Abschluss. Heidi, du kennst die Bilder hier. Wir fangen mal mit der kleinen Heidi an. Die sind alle etwas unscharf. Die hat sie mir heute noch geschickt, hat sie von Originalfoto mit Fotoapparat abgefotografiert. Aber man kann so ein bisschen Heidi erkennen mit dunklen Haaren. Und da stelle ich mich, Das ist auch warst du ungefähr so alt ab dem Heuschober? Ja. ja, das kommt hin. Ja, doch. Du gesagt hast, nicht so doll, nicht so doll. Ja, Ja, genau. man kann die Heidi immer erkennen, ne? Egal ob Bilder unscharf oder nicht. Die Oster Das sind eigentlich. meine Original-Haarfarbe, Ja. ne? Die Haarfarbe hat sich verändert, Ja. als ich anfing und als die Karten in mein Leben kamen. Da fing das an, dass auch, ich habe dann immer mal ein bisschen Natur. gegrünt, weil ich immer, ja, ich habe ja immer schon mal, seitdem ich 18 war, immer mal so graues Haar immer dazwischen gehabt. Hat meine Mama das immer rausgerissen. Als ich 20 war, hat sie gesagt, Heidi, das wird zu viel, das lassen wir mal, du solltest vielleicht tönen. Dann habe ich immer getönt. Und als die Karten dann in mein Leben kamen, vor 12 Jahren oder wann das war, da fing das an, dass auch die Tönungsfarbe, die hielt nicht mehr. Die Haare wurden immer heller. Und dann vor ein paar Jahren hat meine Friseurin dann gesagt, also das hat einfach keinen Zweck mehr mit den Dunkeltönen. So, wir müssen mal jetzt ins Helle gehen. Und jetzt bin ich aber bei und lasse das ganz rauswachsen. Also es ist jetzt blond gefärbt, aber ich lasse es jetzt ganz rauswachsen und das ist so richtig, richtig, richtig weiß. Jetzt bin ich ja 50. Ich finde, jetzt kann ich das auch machen. Vorher wollte ich noch nicht.
Ja. Darfst du weiß Mal gucken, ob werden. das schön Mit ist. Pferden hast du es. Genau. Ja, genau. Ich Sind habe immer geritten. Ich bin außergewöhnlich. ja Bauernhof groß geworden. Das habe ich extra genommen, das Foto, weil alles ist möglich. Und zwar, die Stute heißt Oh, und Rosi. Kalb trinken. Das war mein erstes Pferd, was ich bekommen habe. Plötzlich, ich hatte wohl mal irgendwann gesagt, oh, Pferde und so. Und plötzlich stand dann dieses Pferd da, hat mein Papa so ein Pferd besorgt. Und dann habe ich immer gesagt, Papa, aber der geht das gar nicht so gut und ich darf die hinten gar nicht putzen und so. Und dann sagt er, ja, die hat einen Fohlen gehabt, wahrscheinlich hat die noch zu viel Milch im Euter, das tut ihr weh. Ja, und dann habe ich gedacht, kleine Heidi klug, wir haben da so ein Kalb gehabt, das war gerade von der Mutterkuh abgenommen worden. Und dann bin ich mit dem Pferd, sieht man ja, ich habe sie ja auch am Halfter da, bin ich mit dem Pferd auf die Kuhweide. Weil die Mutter von dem Kälbchen war ja weg. So, und dann fanden die beide toll. Das Kälbchen fand das toll, meine Stute fand das toll. Und dann bin ich immer hin und dann hatte sie nicht so einen Druck auf dem Euter dann, ne? Weil die hatte ja Schmerzen, deswegen durfte ich sie auch hinten nicht so putzen, weil das so ein Druck war. War dem Kälbchen geholfen und dem Pferd auch. Und alle haben gesagt, also das gibt's doch gar nicht. Man sieht ja aber, wie entspannt alle sind. Also Schade, das dass war man nicht. ganz locker. Ja. Doch, trotzdem denke ich mit wieder traurig an die Kuh, der man das Kalb weggenommen hat. Das, ach, Genau. Heidi in der Küche. In der Gastronomie, ja, genau. Ganz, ja. 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 Oh, mit Schultüte, Das schön. Foto habe ich auch extra genommen, meine Einschulung. Und als ich heute Morgen die Fotos geguckt habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant mit diesem Gitter hier, das nimmst du mal. Weil, als ich eingeschult wurde, ich bin ja immer geschwebt, hatte ich erzählt. Und ich wollte nicht zur Schule, ich war auch nicht im Kindergarten, das war mit mir nicht möglich. So, aber dann musste ich ja mit fast 7 eingeschult werden. Und ab dem hatte ich Albträume. Ich konnte auch mal nicht mehr schweben. Und ich hatte Albträume, immer denselben Albtraum. Und das hatte mit dieser Schule zu tun. Es war so eine alte Kirchenanlage, alter Friedhof und so. Und auch dieses Zaun. Auch davon habe ich immer geträumt. 4 Jahre lang. Bis ich dann einen Ertrinkungstraum hatte. Und seitdem träume ich bewusst nicht mehr. Ein ganz Okay. unschöner Traum. Also, und immer derselbe Ablauf, immer dasselbe. Also für mich eben ganz schlimm, dass man da so konditioniert wurde in der Schule und in jedem Zeugnis stand auch Heidi ist viel zu still. Ich habe keinen Ton gesagt. Ich habe nur versucht, das irgendwie auszuhalten, was da gemacht wird mit den Kindern. Schrecklich. Finde ich heute noch schrecklich. Also ganz schlimm, wird mir ganz übel. Aber gut, ist halt so. Was soll man machen? Ich weiß auch nicht, was man machen Wird soll. anders. Irgendwann muss Natürlich. es anders werden. Ich denke, die neuen Kinder, die werden das von innen her alles aufdröseln. So, jetzt gucken wir mal weiter. Das ist der Gespräch Hof habe ich früher, ja auch nehme ich schon. an, ne? Nein, das ist der, mein, wo ich neben, also mein Hof ist ein Stückchen weiter nach oben praktisch im Bild. Und das ist mein Elternhaus praktisch. Da bin ich aufgewachsen. Das sind meine Eltern. Und die gucken von dem Haus, von dem Wohnhaus über die Wiesen zu mir jetzt, wo ich jetzt bin. Heidi mit ihrem tollen Dauerwelle Wackel. Wackeln. Hatte ich auch. Ja. Aber Würde ich auch heute Naturhaarfarbe, wieder das. machen. Schön. Hattest du eigentlich Mal immer ohne Kontakt? Brille. Ja. Ja, das sind da trage ich Kontaktlinsen bei dem Bild. Und das ist so ganz klein. Auch da sieht man schon die dunklen Haare. Ich hatte So, ganz lange jetzt Haare, kommen wir. ich bin ja auch 3 Wochen später geboren erst. Und ich hatte ganz lange Haare, als ich geboren wurde. Die haben sie mir gleich abgeschnitten, erzählt mein Papa immer, weil die nicht mal das Jäckchen hinten zumachen konnten. Ich hatte ganz lange Haare, ganz schwarze Haare. Meine Tochter hatte auch erst ziemlich viele dunkle Haare und die sind aber alle wieder ausgegangen. Also bei beiden Kindern sind die Haare sofort wieder ausgegangen, bevor die Ist richtigen bei mir. kamen. So, jetzt gehe ich mal von oben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was kommt. Das ist der Hof, das ist der Seminarhof, das hier könnte
Oder? Ja. 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 Und 2 Kilometer Dachlatten passen auf das Dach. Das ist Chiara. Die wohnt auch hier. hast du nur eine Katze? Ich Nur hatte eine? drei. Okay, Ich hatte dann drei. kennt Das man waren ihn. drei Geschwister. So, jetzt kommt Energie und Kartenraum. Da sind die Karten. Die heutige Karte, Tageskarte, die du gezogen hast, waren magische Momente. Es waren heute magische Genau. Momente. Genau. Das sind die Karten, Das die du waren legst. genau, das sind Lenormand-Karten. Und die oben im Bild, diese bräunlichen, das sind die, die damals zu mir gefunden haben. Mit denen fing alles an. Und die Lenormand-Karten, Die mit dem sind Braun, ja. später gekommen. Genau, mit dem Braun. Das sind Tarotkarten. Die sind damals zu mir gekommen. Die kannte ich. Das ist die Werbung für Genau, die habe ich. Energie. Genau, für Super. Energetics Magnetschmuck. Ich habe da ein Geschäft eingerichtet, einen Shop. Ich mache auch Schmuckpartys, komme auch zu den Leuten nach Hause. Das macht immer ganz viel Spaß auch. Aber ich habe mir gedacht, es ist ja blöd, wenn die Sachen dann immer in den Trolleys bleiben und in den Taschen und so. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja Platz. Und dann habe ich da ein bisschen Regale schön rangekriegt, hat Roland umgebaut. Und da habe ich einen Magnetschmuck-Shop, eben für die Leute, die auch keine Lust haben auf Schmuckpartys oder so. Die kommen dann einfach mal oder rufen an vorher und dann, ja, machen wir dann mal nett hier was und trinken auch mal nett Kaffee. Immer schön Kaffee trinken bei Heidi. So, Frühling. Das gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Hinterhofarbeiten. Was auch immer das jetzt heißt. Genau. Da hat Da Roland haben wir hinten gearbeitet. da das alles ein bisschen. Ist ja immer was zu tun. September 2006. Ja. So sieht es heute schon aus. Also richtig schön fertig. Man kommt da die Landstraße entlang und auf einmal ist da etwas. Vorher nichts, nachher nichts, nur der Hof Heidi. Nicht zu verfehlen. Und das war der Raum, wo jetzt die Messe stattgefunden hat. Was war da vorher? Das war unser neues. War es ein Genau, das war ein Stall? Stall, wo Pferde haben da gestanden. Das hatte ich verpachtet an Pferdeleute ganz lange, 13 Jahre. Und das haben wir jetzt aufgelöst und haben, weil wir den Platz auch brauchten, weil Roland ist selbstständig auch noch als, so machst du Gartenarbeit und so. Und wo wir dann eh schon mal dabei waren, dann haben wir gleich mal alles neu gemacht. Neue Estrich, neue Balken, neu gemalt, alles neu. Da waren wir den ganzen Sommer mit beschäftigt. Und da kam eine tolle Messe bei raus. So, das ist nochmal das Habe ich hintere auch Teil, ne? Schneller durch. Hof Heidi, das ist unverkennbar. genau. Und auch hier gibt es den Winter. So sieht es dann im Winter aus. Obwohl, das ist ja wenig Winter, ne? Wir hatten ja schon stärkere. Ja. Die Kinderfotos hatten. Ne? Lagerfeuer. Ist das auch von dir, ne? Das Lagerfeuer. Ah, Lagerfeuer. Warum hast du es hast es nur so genannt? Ein Nee, Sonnenuntergang. Von wo weil wir aus da ist der? wir haben Lagerfeuer gemacht und Ja. vom Lagerfeuer aus habe ich denn das fotografiert. Schönes Foto. Eine Liege, das ist die Liege, machst du Möbeln? Energiearbeit. Hand Okay. auflegen, Energiearbeit. Genau. Steht auch auf meiner Machst Homepage alles. drauf. Da habe ich schon ein paar Mal gesessen. Das ist auch mein aktuelles Profilbild bei Facebook, Die ist Küche. auch da entstanden. Das war eins von Heidi, das kannte ich Küche. vorher gar nicht. Ja, das ist auch so ein schönes Bild. Heidi surft im Regenbogen. So, jetzt kommt nochmal der Sommer 2016. Obwohl wir hier. Ah, das ist alles so Ja, schön. ich glaube, also ich lebe. Ich lebe Ja. auch wirklich das, was ich erzähle. Das Also haben wir.
Ich glaube, das ist auch wichtig für manche Leute. Also das ist bei mir nicht nur Laber, Schaber, Dröhnen, wenn ich eine Beratung mache. Ich weiß, dass es funktioniert, weil ich das selber so nutze und anwende und lebe. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Das ist keine theoretischen Geschichten nur, sondern so funktioniert es. Und darum geht es ja immer. Wichtig ist ja, funktioniert es oder funktioniert es nicht. So, und das ist der Seminarraum. Da habe ich aber auch schon Vorträge erlebt und dann stehen die Stühle einfach anders. Und das vermietest du auch, ne? Wenn jemand Seminar geben möchte und keinen eigenen Raum hat, kann er den auch mieten. Überwiegend. So, Ich mache eigentlich da seit ein da paar war noch Jahren ein Schluss. keine Seminare Du hast mal Kartenlegekurse gegeben, ne? Das ist nochmal von Ja, weil vorne. das Nötigen kein Ende hatte. So, Heidi, jetzt Ich komme ich zu brauche deinem. das nicht. Jetzt komme ich zu der Überraschung. Ich habe ein kleines Filmchen gemacht über deinen Hof. Und alle Menschen, die da drauf erscheinen, die habe ich auch, bevor ich fotografiert habe, immer gefragt, ob sie auch damit einverstanden sind, dass sie irgendwann bei YouTube mal landen. Also, ich sage dann jetzt schon mal Tschüss und Heidi, ich bedanke mich bei dir, dass du das alles mitgemacht hast. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr alle da erschienen seid. Und ich freue mich, Genau. wenn euch das Filmchen jetzt gefällt. Das sind ungefähr 7, 8 Minuten mit Musik. Und danach, ihr könnt auch dabei noch schreiben. Und danach ist dann Schluss. Heidi, möchtest du jetzt noch was sagen zum Schluss? Genau, ich möchte mich bedanken bei denen, die dazugehört haben. Ich freue mich total darüber, über euer Interesse und ich hoffe, dass euch das ein bisschen gefallen hat. Und nochmal, ich finde ganz bodenständige, auch wenn ich mal von Elfen, Gnomen oder Engel, von Engeln kann ich euch auch was erzählen. Also habe ich jetzt noch nichts von gesagt, war auch nie mein Thema, aber ich finde trotzdem eine ganz Toll. bodenständige. Und darum geht's auch. Ich danke euch einfach. Danke. Aber mit den Engeln interessiert vielleicht doch. Ja, jetzt mache ich das Video an. Ich danke dir, Heidi. Und ich danke euch. Moment, da geht's jetzt los.
Selbst da ist dein Ton noch nicht an. Ja. Ich Dankeschön, war das ganz war ja erstaunt, toll. wie oft. Ich war ganz Bitte? erstaunt, wie viele Fotos ich schon bei dir gemacht habe. Es war einmal der Tag der offenen Tür und dann eben jetzt die Messe, Mich ne? aber Das erinnern. Gelingen. Ja. Toll, Dankeschön. Und Echt, privat. Mann, hat sich das Meine verändert Kimber war seitdem sogar noch wieder. mit drauf. Die ist schon seit 2 Jahren nicht. Ja. So. Warst du also zufrieden mit den Bildern? Das Badezimmer war Ich. vielleicht ein bisschen unpassend, aber das ist halt auch da, gehört zu deinen Räumen und es fasziniert mich halt immer wieder. Das ist also schon, Gäste kommen ja auch denn, ja, das war schön. Kimber hast du auch gesehen, ja. Okay, jetzt sind die ersten sind schon gegangen und jetzt machen wir dann auch Feierabend. Ich wünsche euch noch alle einen schönen Abend. Werden diese beiden Videos freigeschaltet auch und die Aufzeichnung ist auch anschließend zu sehen. Okay, tschüss Heidi Dankeschön. und tschüss ihr Tschüss, Lieben. Ich danke, wünsche tschüss euch allen alle. einen schönen Abend. Ebenso.